Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Und ja, wir sind genau hier stehen geblieben, haben uns natürlich die ganze Zeit, die Tage, die keine Folge kam, nicht vom Fleck bewegt. Wir schnappen uns die Fackel. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Holy shit. Ja, sind sie auch. Kann man hier irgendwie hoch? Da. Oh mein Gott. Aber sie haben zum Glück Schiss. Ach du Scheiße. Oh, der sieht gar nicht gut aus. Ich weiß auch gar nicht, wie lange hält diese Fackel. Oh. Ja, das sollte reichen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, wo dort zu Hugo bringen und hier verschwinden. Ach du Scheiße, die können jetzt klettern oder was? Das ist nicht dein Ernst. Die sind da hochgeklettert. Da wollen wir natürlich nicht hoch. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja. Ja, willst du die jetzt zurückholen? Ja, wir hängen die da an. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ja, wir haben doch hier bestimmt Glück. Au, Scheiße. Naja, Glück ist das jetzt nicht. Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Ja, da müssen wir uns halt beeilen. Ja, sehr direkt bitte. Das gab's auch im ersten Teil, diese Stöcker. Stöckers. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Okay, das war wirklich knapp. Sie hat sich schon die Flossen verbrannt. Gibt es hier noch mehr? Ja. Nehmen wir uns noch einen. Und da hinten ist unser nächster Punkt, wo wir hin müssen. Wow, das sieht echt übel aus. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Ist aber schon weit. Gut. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Ja. Kann sie das denn nicht werfen? Doch. Das Licht reicht nicht bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wird schwach. Ich sehe es. Das Schloss an der Kette wirkt schwach. Das da. Das hauen wir mit unserer Fletsche hier runter, mit unserer Schleuder. Ah, sehr gut. Gehen wir schnell. Nicht sie weg, ey. Von den Ratten. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Naja, die kommen ja auch hier hoch. Ich wäre mir hier nicht so sicher. Ob wir nicht trotzdem in Gefahr sind. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Ja, fall da mal besser nicht runter. Ganz ruhig. Na dann. Dass sie auch gleichzeitig. Oh oh. Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter. Kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Ja, das ist ein bisschen dumm. Noch ist alles gut. Sie haben dich ja noch nicht. Haut ab. So, weg mit den Viechern. Okay, aber wir können von hier aus... Von hier aus nicht darüber werfen, oder? Ich brauche hier Licht. Hä? Shit. Habe ich den nicht angemacht? Oder er geht aus, wenn ich den werfe. Aber nee, das ist ja Quatsch. Das ist doch genau das, was ich vorhatte. Erledigt! Danke. Ich versuche, dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber.
Ja, soll ich dir jetzt einen geben, oder was? Hey, Ruhe hier. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Hey, wir nehmen auch mal einen Stock. Okay. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. So, weiter nach oben. Mann, oh Mann. Aber auch dämlich, zu zweit über diesen Balken zu gehen. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann's kaum erwarten, Magister Baudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Oh nein. So. Schon wieder runter? Oh ja. Machst du das? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Aber uns geht's gleich nicht mehr gut. Keine Ratten? Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Oh ja. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Die haben sich gut satt gefressen hier. Ein Festmahl. Ein Gaumenschmaus für unsere Ratten. Okay, das schreit ja. Ne? Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Das ist doch auch Feuer. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Ja. Müssen wir erstmal das Rätselchen hier lösen. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Ja. Oh, wow. Achso, jetzt. Okay, da gehen die Gitter runter. Ach du Scheiße, nein. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Aber ich hab nichts. Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut, die Türen sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Er hat ja gesagt, es riecht hier schon nach Schwefel, ne? Was ist jetzt offen? Die Zimmer? Was für Zimmer sind denn aufgegangen? Es ist gar nichts aufgegangen. Ja, ich halte in eine Richtung gedrückt, Leute. So, ich hoffe, das bringt irgendwas. So, jetzt ist es offen. So wird was raus. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Nein, du sollst nicht runterklettern. Du sollst die Kurbel benutzen. Natürlich. Geht's dir gut? Er bleibt nicht. Ja, selten so einen Spaß gehabt. Okay, interaktive Elemente. Ja klar, ich will ja auch. Ach so. Noch ein bisschen, ich will nicht klettern. Wir verschwenden Zeit. Kannst du das halten? Wahrscheinlich nicht, hä? Auf dein Zeichen. Ja, gut. Du kannst aufhören. Klar doch.
So. Los, schneller. Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Ja. So, ich hoffe, jetzt ist da auch Schwefel drin. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. So, wir mixen uns nämlich jetzt ein schönes Alles Bömpchen. Klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. 10 Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Ja, damit. Gut. Aber das wird nicht genügen. Wie, das reicht nicht? Was denn noch? Hier ist aber sonst nichts. Aber runter kann ich noch nicht. Kann ich hier entlang? Nicht fallen. Danke, Lukas. Vor allem habe ich die auch schön alle dahin gelockt, wo ich jetzt gerade dran herkraxel. Das werden sie mögen. Aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Ja, die haben halt Hunger. Kriegt ja auch nicht jeder was ab, wenn die da so drüber fegen. Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. So. Und jetzt kommt ein Tutorial, oder? Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. So, RB gedrückt halten. Ignifer mit Schleuder. Ja, kann man ruhig ein bisschen mehr mixen. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Okay. Es sollte ja klappen. Wow. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Was? Wo waren Kurbeln? Ich habe das alles nicht gesehen. Aber jetzt können wir ja hier runter. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Was? Ja, versuchen wir es. Unter dem Gewölbe? Was faselt der da? So, hier unten komme ich nirgendwo hin, ne? Ist Quatsch. Er sagt ja unter dem Gewölbe, dann kann es ja nicht hier unten sein. Ja, aber hier oben ist auch nichts. Ach so, da hinten. Okay, warte, wie komme ich denn da hin? Ja. Keine Ahnung. Wie komme ich denn da hoch? Ah, Moment, wir können hier... Wir brauchen noch mehr von unserem Ignifer. Haut ab. Was jetzt? Käfige. Sie hatten hier noch andere Tiere. Was soll's? Bringen wir Licht ins Dunkel. So, ein Topf, okay. Noch ein Topf.
Aber... Da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Okay, dafür brauchen wir die Töpfe. Müssen auf den Topf und... Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Okay, wir haben den Topf ausgesucht. Jetzt. Ja, los. Die Idee war groß. Oh no, was? Ist das dein Ernst? Ich habe ein Schuh von mir hat die Ratte berührt. Come on. Ach du Scheiße. Sehen wir uns um. Okay, hier startet man wieder. Ah, nee, ist das bescheuert. Also, ohne Scheiß. Die zwei Ratten, die dich da angeknabbert haben, die kannst du aber abschütteln. Hallo? Wo ist mein... So. Einmal das. Was jetzt? Käfige. Sie hatten hier noch andere Tiere. Was soll's? Bringen wir Licht ins Dunkel. Nehmen natürlich alles mit hier. Und da machen wir das einfach nochmal. Oh, ich habe jetzt natürlich irgendwie... Großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Ja, okay, jetzt sind wir... Ah, Moment. Oh, stopp. Das machen wir natürlich nicht mit unserem kostbaren Ignifer. So, alle stürzen sich da drauf. Ja, gut. Wir müssen aber trotzdem hier einsammeln. Dürfen wir nicht vergessen? Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Okay, das kommt runter. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Okay, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. So. Krüge. Wahrscheinlich Wein für die Zuschauer in der Arena. Manches ändert sich nie. So, das gönnen wir uns. Ich finde diesen Bogor. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. So. Haha. Sehr schön. Okay, da kommen wir jetzt aber nicht hin, ne? Hier gibt es auch nichts zum Ablenken. Das heißt, wir müssen... ...den Topf werfen. Das haben wir wieder sehr gut gemacht. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. So, jetzt bin ich soweit. Erstmal noch das gute Zeug einsammeln. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Endlich. Auf dein Signal. Los. Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Und mit ein bisschen Glück. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden.
Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Ja, hoffen wir mal, dass der Recht behält. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Wir sind immer noch in der Drecks-City. Wir sind näher gekommen, oder? Ja, ein bisschen. Aber wenn wir uns so umschauen, es wird dunkel, ne? Nicht so cool, wenn die Ratten kommen. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Ruf sie nur. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Ja, stimmt. Im ersten Teil hat sie das auch gemacht. Okay, aber wo lang? Da hinten ist eine Truhe. Da geht's erstmal hin. Looten. Looten muss er. Es hakt manchmal ein bisschen, ne? Ist immer so, kurz hält es an, das Spiel, und dann geht's erst weiter. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Aber hier gibt's wieder Soldaten. Oder? Weil man sich hier verstecken kann. Also, wir warten, bis Arnaud kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudan da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Naja, wir müssen... Hä, wo ist der jetzt hin? So, der ist da rein. Hä? Ach, da oben. Bleib weg. Fuck! Haha, die Ratten! Oh shit! Oh nein! Nein, wir sterben! Oh, warum sind sie denn zu uns? Geht doch zu unseren Gegnern, aber die wir wissen auf jeden Fall, dass die Ratten ausbrechen. Ich hab den da oben nicht gesehen, den hole ich da natürlich runter. So, sorry, aber der muss natürlich weg. Aus dem Weg. Und der auch. So, jetzt kann er da natürlich schön gucken gehen. Es war ein bisschen zu offensichtlich, den... Wir haben Eindringlinge. Und schnurstracks läuft er auf uns zu, als wüsste er, wo wir sind. Aber wir machen keinen Mucks. Okay. Hier scheint's relativ okay zu sein. What? Sie haben Angst vor Licht. Findet Licht. Sie brechen aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine
kriegt mich nicht. Du wirst nie herrschaften. Hier. Das sagt sicher ihr. Oh nein. Los, halte die Eindringlinge auf. Und? Oh oh. Okay. Ich dachte, ich kann ihm die Fackel aus der Hand hauen. Aber kann ich leider nicht. Oh nein, zu viele. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen uns mal verstecken. Die sind jetzt erstmal ein bisschen benebelt, glaube ich. Okay, die wissen nicht, wo wir sind. Das ist gut. Aber shit, ich dachte, ich könnte ihm die Fackel aus der Hand hauen und dann würde er natürlich gefressen von den Ratten. Das war der Masterplan, aber es ist leider nicht aufgegangen. Okay, wir müssen irgendwie in diesen Turm kommen. Jetzt fühle ich euch sicher. Bleib in Sicherheit. Ja, dann lass uns wieder hier rein. Nein! Dusselig. Was tut sie? Warum ist sie denn jetzt über die Mauer gesprungen? Oh mein Gott. Hat er uns gesehen? Ich glaube ja. Wir sind umzingelt, ey. Wie werden wir die jetzt los? Und vor allem, wie kommen wir... Da oben sind die auch, ne? Da oben rennen die gerade rum. Müssen wir mal... Ah, Ratten. Ja, ja, chillt. Oh, da ist er. Mistrat, komm nicht weiter. Vielleicht sind wir auch einfach auf der falschen Seite hier. Was ist da? Lass mich in Ruhe. Okay, geh da hinten gucken. Ist da auch schon wieder einer? Shit! Oh, der kommt, oder? Ja, ja, der kommt. Oh, oh. Glück gehabt. So viel Glück gehabt. Aber wir können nichts machen, das gibt's doch nicht. Ah, nee, der kommt nochmal zurück. Lass mich rein, du. Bist so ein Spinner.
Der kommt doch gleich hundertprozentig zurückgelatscht. Ich habe Stöcke gesehen. Also die könnte man natürlich anbrennen. Aber wir müssen kurz aushalten. Ich hab noch nie so viele. Könnten sich da drüben verstecken. Mann, geh drauf, ey. Die Ratten, wie sie sich hinter ihm wieder aufbauen. Egal, wir gucken mal hier. Oh Gott, da ist er schon. Okay, er hatte Alkohol dabei. Gesoffen im Dienst, oder was? So, hier sind Stöcke, seht ihr mal. So, da oben ist der Typ, okay. Die sind immer noch zu zweit hier am Rumstreunern. Gefällt mir gar nicht. Das dauert alles zu lang. Pass auf, sonst sind wir dran. Ich weiß. Naja, weg hier. Können wir... Also, da drüben steckt ihr. Nerv nicht rum. Okay, ich glaube, wir haben es aber hier halbwegs geschafft, oder? Ich meine, das war jetzt nicht perfekt und bestimmt nicht so, wie es gedacht war. Aber ich finde, wir haben das sehr, sehr ordentlich gemacht. So, hier können wir runter. So, ich hoffe, hier ist jetzt keiner. Vielleicht finden wir irgendwo einen Stock. Dass wir die Fackeln mal anmachen können. Ich will ungern meine Schleuder benutzen und meine Ressourcen jetzt verschwenden. Wenn es doch ein einfacher Stock auch tun würde. Aber... Da kommen sie an. Okay, Moment. Wir machen... Den Pott machen wir mal an. Sie halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Fast. Ja, wir sind fast da. Ist das das Tor? Das ist ja das Tor. Um Gottes Willen, hier muss ich hin. Das ist ja perfekt. Ein bisschen davon habe ich ja noch. Reicht das? Nein. Shit. Es ist immer noch eine Sperre hier, aber es ist kein Problem. So nämlich. Junge, Junge. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Baudin ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich... das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit.
Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudan zu Hugo. Ich wäre mir irgendwie nicht so sicher, dass wir hier die krasse Hilfe bekommen. Eine Eingangshalle. Weil das sieht jetzt hier nicht... Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Was laberst du da? Von links nach rechts. Ich habe gar nicht zugehört, um ehrlich zu sein. Okay, wir haben 4 Dinger. Sehe ich das richtig? Okay, von links nach rechts. Ich hau einfach mal drauf. Ach so, ich soll ein Z dahin machen. Okay. Er hat mir ja gesagt, dass es so ist. Okay, das ist aber kein Z, das ist eine 3. Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen binden. Und Fett, das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. Okay, es hat tatsächlich geklappt. Eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Ja, bitte, finden wir diesen Magister. Das war wirklich anstrengend hierher. Wir müssen doch jetzt belohnt werden. Hier ist es sehr dunkel. Die Ratten werden sich freuen. Magister Vaudan, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Nicht eine Sekunde traue ich dem über den Weg. Nicht eine Sekunde. Magister Vaudan. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich habe Angst. Hugo, das ist Magister Vaudan. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir.
Der ist ja so zwielichtig, der Vogel. Ja. Den Erfolg habe ich mir verdient. Eine Bürde des Blutes ist unser drittes Kapitel. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt lädt. Eigentlich will ich es rausschneiden. Aber wir können ja auch kurz mal über diesen Magisterfach simpeln. Ich weiß nicht, wer von euch den vertrauenswürdig findet. Aber ich würde ihn wirklich keinen Meter trauen. Seine ganze Art und Weise, wie er redet, schreit schon nach Antagonist. Es schreit nach Böse. Und lasst ihn weg. Lasst ihn bloß nicht an Hugo rumdoktorn. Und außerdem sieht er mir auch so aus, als würde er zur Kirche gehören. Den kann man nicht trauen. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Mieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Was ein Dreckswetter. Aber selbst das sieht gut aus. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf. Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Also ich bin auf Amicias Seite. Der Typ hat sie nicht alle. Ja klar, ist ja auch Dreckswetter. Ist doch klar, dass die alle gehen. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, weiß nicht, unser Turm müsste da drüben sein. Oh, hier steht's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn's stinkt, oder was? Da ist es. Gut, dass er sich auskennt, wo wir hin müssen. Ich hätte keinen blassen Dunst. Alles klar. Bist du bereit? Ich ja. Muss... Gehen wir. Muss ja. Aber jetzt laufen wir doch wieder mehr oder weniger in diese Ratten rein, oder? Kann mir keiner sagen, dass das hier ungefährlich ist. Aber gut. Ugh. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Alter, hier würde ich gar nichts essen. Saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich, ist klar. Ja. Genau das denke ich mir. Fleisch hattet, habt ihr was verpasst? Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Das glaube ich nicht, dass hier irgendwas gut wird. Allein daheim. Wir gehen bald, was Mama. Ist hier los? Oh, lasst uns durch. Oh, hier ist ein Aufstand. Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Arl. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein.
Sagt schon, was los ist! Meine Kinder sind da drin! Hä? Wir wissen, dass was nicht stimmt! Was verschweigt Wir brauchen uns? Einen anderen Weg! Du bist Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Ja, gut. Dann müssen wir einen Umweg finden. Was ist mit dir? Stehst einfach nur hier rum, ja? Da! Da ist deine Seitengasse. Was meinst du? Hä? Wo? Hier? Meint er hier? Hä, wo ist er denn hin? Hier. Kommen wir da rein. Warte. Ich glaube. Ja, klar, meint er da. Ja. Das habe ich doch gleich entdeckt. Das habe ich doch gleich entdeckt. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Oh, nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Jawohl, mit einem Grinsen. Nicht nachdenken und nicht atmen. Lächeln und rein da. Oh nein, 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 nein. Das ist ja wirklich widerwärtig. Da kann ja nur die Pest ausbrechen. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. Wie ekelhaft. Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Oh, ist das ekelhaft. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Ja. Ist so, ey. Und dann wundern die sich, dass die Pest ausbricht. Nicht wirklich, oder? So, aber ich würde sagen, bevor wir uns hier richtig reinstürzen in das weitere Abenteuer, bleiben wir mal ein bisschen hier in diesen Fleischabfällen bis zur nächsten Folge. Und gehen dann weiter und suchen, was brauchen wir eigentlich? Nachtschattengewächs oder irgendwie sowas. Lukas wird es schon finden. Ich hoffe, er stirbt uns nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge A Plague Tale Requiem wieder. Und ja, es ist immer noch schön. Es nimmt ein bisschen Fahrt auf. Es wird düsterer und ekelhafter. Also, das ist ja mal... Ich brauche jetzt auch eine Pause, denn ich muss was essen, dummerweise. Nach diesem doch recht geschmacklosen Tümpel, in dem wir da freiwillig gesprungen sind. Aber irgendwas muss ich mir jetzt zwischen die Kiemen schieben. Und es wird garantiert nichts mit Fleisch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rinje hauen. Bis zum nächsten Mal.